rotiere deine Pflanzengrün. Mal das eine, mal das andere. Und wenn du noch weiter gehst, sollte man sogar von verschiedenen Pflanzenfamilien Dinge nehmen, weil aus den gleichen Pflanzenfamilien sind natürlich ähnliche Stoffe wieder drin. Herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 15. Florian, eine Frage, die mich früher wirklich sehr, sehr stark umgetrieben hat, war, was ist eigentlich besser jetzt? Grüne Smoothies oder grüne Säfte? Mich wirklich, wirklich umgetrieben und heute weiß ich eine Menge mehr, dass diese Frage eigentlich totaler Schwachsinn ist, ja, weil alles irgendwo Vorteile hat, aber was denn genau, wann und wie und warum überhaupt, darüber sprechen wir heute mal. Florian. Ja, wo ich damals den Andreas Paffra so ein bisschen kennengelernt habe und ihn so ein bisschen beobachtet habe und so habe ich gesagt, oh, grüne Smoothies, alles klar. Wenn der wüsste, welche Kraft in Säften steckt, dann habe ich gesagt, naja, gibt es immer noch ein bisschen Zeit und dann kommen wir mal zusammen. Du hast mir übrigens noch nie erzählt, Florian, wann du mich das erste Mal wahrgenommen hast online. Habe ich dich noch nie gefragt. Du, das wusste ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass ich dir zur gleichen Zeit geschrieben habe, wie du mir. Wir haben uns wirklich zur gleichen Zeit reconnect sozusagen. Ja, also ich hatte dich eine ganze Weile bei mir auf meinem auf meinem Whiteboard hier sozusagen drauf. Ja. Als einer der Referenten, die ich immer mal gerne interviewen würde, weil ich hatte mich irgendwie darauf eingeschossen, Menschen, die mir irgendwie erschienen, als ob sie schlau wären in Bezug auf Gesundheit, also dass sie irgendwie Gesundheitswissen hatten. Du standst immer drauf, aber ich habe mich irgendwie, ich weiß nicht warum, nie getraut oder keine Ahnung. Und irgendwann habe ich mir den Mut gefasst und gesagt, so, jetzt machst du mal. Ich war ja absoluter Nobody letztlich. Ich hatte einfach Gesundheitsprobleme, habe versucht, mich damit auseinanderzusetzen, habe mich darauf auseinandergesetzt, weil ich es halt so interessant fand auch, weil es plötzlich so eine komplett neue Welt war, die sich für mich da aufgetan hat. Ja, bei mir war es wirklich so, habe ich gesagt, wenn es etwas gibt, was ich nicht kann, der Andreas kann's. Und das war immer wieder der Spiegel, immer wieder das Ding. Ich hatte Konzepte in meiner Schublade, um vielen Menschen zu helfen, aber ich konnte es nicht umsetzen, weil ich immer gerne mit Menschen arbeite, aber dieses technische Know-how nicht habe. Und die Konzentration, alles, was da dran gehört, auch an Erfahrung, das umzusetzen, dass ich gesagt habe, boah, du hast echt ein Geschenk. Ja, um jetzt mal die Kurve zum grünen Smoothies zu kriegen. Also ich hatte meinen ersten Kurs, den ich wirklich selber auf die Beine gestellt habe, war grüne Smoothies für Einsteiger. Und den habe ich auch umgesetzt und dann kam der zweite und dann war das ein Produkt, was ich nie veröffentlicht habe. Das ist grün Detox, irgendwie sowas, ja, grün und Detox. Also mir ging es darum, dass die Leute mit grünen Smoothies wirklich eine Detox-Kur machen. Habe ich komplett ausgearbeitet und ich glaube, ein Dreivierteljahr daran gearbeitet. Und dann habe ich ein paar Leuten das zum Testen gegeben. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, was passiert mit den Leuten, wenn die anfangen zu entgiften? Also da kommen so viele Gifte raus, die haben so viele Probleme. Ich wusste gar nicht so richtig, damit umzugehen. Und das war mir echt zu gefährlich. Ich habe gesagt, stopp halt, also ich mache persönlich keine Online-Kurse, da lasse ich lieber die Profis dran. Und das war, glaube ich, auch irgendwann der Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, wir machen mal einen Online-Kurs zusammen. Ja, das Universum ist eben so, ne? So wie bestellt, ne? So befohlen. So scheint's, ja genau. Also grüne Smoothies heute und grüne Säfte. Ja, also grüne Smoothies war mein großes Thema, damit habe ich angefangen. Grüne Smoothie Online-Kongress war der erste Online-Kongress Deutschlands. Grün und gesund, entsprechend dann der Blog und alles, was ich an Videos ins Internet am Anfang gesetzt habe, war grüne Smoothies, weil grüne Smoothies einfach ein wunderbares Geschenk für die Welt sind, ja. Und für alle, die nicht wissen, was ein grüner Smoothie ist, fangen wir doch einfach damit an. Ein grüner Smoothie ist ein Mix aus Wasser, grünen Blättern und Obst. Im Hochleistungsmixer, schön vermixt, schön cremig und super lecker. Und für mich war es damals ein Geschenk des Himmels, weil ich fast nichts mehr vertragen habe. Und da bin ich halt auf die Dinger draufgekommen. Im Bioladen lag so ein kleiner Flyer aus und dann habe ich die Sunny hat die ausprobiert, also meine Frau. Die hat mir damals hingehalten und gesagt, hier, guck mal, ich habe den Zettel mitgebracht, sie hat es gemacht, hat mir hingehalten, hier, probier mal. Und dann habe ich den so angeguckt, so, was ist denn das? Ja, hab's probiert. Ist so, schmeckt eigentlich ganz gut. Das war so meine erste Berührung damit. Und ich bin durch die Viktoria Budenko dahin gekommen, durch das Buch.
mit den Wildkräutern in den grünen Smoothies und das fand ich total spannend und habe das auch ausprobiert. Meine Eltern haben mir damals noch den ersten Vitamix gesponsert, also ein Hochleistungsmixer, den man eben braucht, um diesen Smoothie zu mixen. Da heißt es ja immer, mindestens 25.000 Umdrehungen sind wichtig, um diese Fasern in sogenannte kolloidale Mineralien zu zerlegen, damit der Körper hier hochpotente Stofflichkeit zur Verfügung bekommt bei möglichst geringer Verdauungsenergie, die er dafür braucht. Und das war so für mich der Startschuss. Smoothies getrunken eine Woche lang, super viel Energie, dann eine Woche lang wieder Cola und das ganze Gedöns zu mir genommen und wieder total schlapp. Und so habe ich mich immer mal einen Tag gut, einen Tag schlecht, eine Woche gut, dann wieder eine Woche schlecht, dann zwei Wochen gut. Und durch diese Smoothies konnte ich mich immer mehr in diese Rohkost reinhandeln. Ich weiß noch genau, am Anfang waren die immer so süß, mit viel Bananen und Apfel. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es gar nicht so gut ist, wenn man die so süß macht, und habe dann mehr Wert auf die Bitterstoffe gelegt. Und irgendwann bin ich dann zu den Wildkräutern gekommen. Und da können wir jetzt mal die Vorteile von einem grünen Smoothie aufzählen und die Nachteile. Ja, also zum Thema Wildpflanzen, da fällt mir wirklich eine schöne Geschichte ein. Ich wurde mal gebucht, einen Kurs zu machen zum Thema grünen Smoothies in der Kanzlei. Ja, und da bin ich dahin mit meinen Mixern, habe die aufgebaut und habe mit der Belegschaft da schöne grüne Smoothies gemixt. Ja, schön, sanft, viel Obst, wenig Grün, hatte ich alles mitgebracht. Und da hat man noch Zeit und dann habe ich halt mal die Wildkräuter erzählt, wie vorteilhaft die sind. Und da haben die gesagt, komm, dann gehen wir eine Runde raus, wir haben so eine Wiese, dann pflücken wir ein bisschen Wildkräuter. Die wollten unbedingt noch Wildkräuter-Smoothies machen. Ich so, ja Leute, passt auf, wenn ihr das nicht gewohnt seid, ihr habt jetzt schon zwei, drei Smoothies getrunken. Na, egal, ja. Und dann sind wir raus am Wildkräuter und dann haben die sich da selber die Dinger da gemixt. Und ich war schon so, na, ob das mal gut geht. Und am nächsten Tag rief mich da die Chefin an, die mich gebucht hatte, sagte, Herr Paffrath, also zwei Drittel meiner Belegschaft, die ist heute nicht da. Die haben alle Durchfall. Was war denn das jetzt für eine Geschichte? Ja, heute weiß ich, es war Rückvergiftung oder Ausscheidungskrise oder wie auch immer. Also der Körper wird geflutet mit guten Nährstoffen. Es ist ja unfassbar viel Nährstoff drin in den Wildpflanzen. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, da kriegst du direkt das Ding um die Ohren gehauen. Naja, vielleicht war auch einfach nur ein bisschen Wolfsmilch drin, das ist nämlich giftig. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Ich habe das ja ganz gut vertragen, ich habe es ja auch getrunken. Okay, dann müsste man zuerst mal wissen, wie mixt man denn richtig einen Smoothie? Also ein Smoothie muss immer mit Hochleistung gemixt werden und möglichst schnell mit viel Power. Man sagt, ein grüner Smoothie darf maximal 50 Sekunden gemixt werden. Das heißt, die Abläufe müssen hier sehr gut funktionieren. Um einen Smoothie gesund zu gestalten, heißt es 2/3 grün zu 1/3 Obst. Das machen viele falsch. Die überzuckern ihre Smoothies immer mit Obst. Und ich sage immer, ich stoppe immer unten das Grün rein, am besten Wildkräuter, weil die enthalten das reine und ursprüngliche und energiereiche Potenzial von Spinat und Feldsalat und Rucola. Da kann man nicht viel erwarten, außer Oxalsäure, die auch dann bei dauerhaftem Konsum einen mehr belastet. Und dann kommt da oben ein 1/3 Obst rein, also vielleicht mal eine Banane, ein halber Apfel, ein bisschen Orange oder mal ein bisschen Ingwer, um den Smoothie zu mixen, damit er schön cremig wird auch. Und ich mache den Mixer zum Beispiel nur halb voll mit Wasser, dann mixe ich das Ganze erstmal durch, dass ich weniger Widerstand habe. Und dann fülle ich beim Mixen das mit Wasser auf und dadurch wird der Smoothie auch nicht so warm. Und das muss man sich merken, das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Also was ich dazu sagen kann, ist, also meine Empfehlung ist und war auch immer, als ich gesagt habe, fang mit 50-50 an. Aus dem einfachen Grund, die meisten Leute sind es einfach gar nicht gewöhnt, Pflanzengrün in diesen Mengen zu sich zu nehmen. Und selbst wenn es Spinat ist, da müssen die Leute sich erstmal dran gewöhnen. Und durch das Süße, dass du halt am Anfang wirklich auch zu viel reinmachst, den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe mir meine Zähne damals mit versaut, aus einem anderen Grund, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber der Vorteil ist einfach, du findest erstmal einen Zugang dazu zum grünen Smoothie und sagst, oh ja, der ist lecker, so wie bei mir, ich war echt überrascht. Und dann sage ich, steigere es nach und nach hoch. Natürlich ist das besser, aber was habe ich davon, wenn jemand das Gesicht verzieht und sagt, oh, der ist zwar gesund, aber der schmeckt mir nicht und stellt das Ding in die Ecke und macht es dann gar nicht. Das war mal so mein Ansatz. Das stimmt, aber bei 2 Liter Behälter eine Banane und ein halber Apfel, das ist dann schon extrem süß. Mittlerweile kommt bei mir gar nicht mehr so viel rein, aber am Anfang war das wirklich so, ich brauchte erstmal den süßen Geschmack, der die Bitterstoffe neutralisiert, um das in meiner Geschmacklichkeit anzunehmen. Im Laufe der Zeit habe ich das Gefühl bekommen, der wird mir immer süßer, immer zu süß, immer weniger reingemacht, weil wenn der Körper sich wieder an die Bitterstoffe gewöhnt, und darum geht es ja beim Smoothie, sich an die reinen Pflanzenstoffe zu gewöhnen, dann geht er auch von der Tendenz her hin und sagt, boah, ich mache jetzt ganz wenig Früchte nur noch rein und mag auch so ein bisschen den herben, manchmal auch leicht sauren Geschmack. Ja, und was ich finde, oder was ich festgestellt habe, was viele wirklich falsch machen, ist,
Sie haben so ein Rezept irgendwo entdeckt im Internet, das Ihnen jetzt gut gefällt und gut schmeckt. Und das wird dann auf Teufel komm raus Wochen, Monate lang gemacht, ja. Erst schmeckt es Ihnen ganz gut und irgendwann kamen dann die E-Mails bei mir, Andreas, grüne Smoothies, haben da irgendein Rezept von mir aus dem Netz gefischt oder sonst was und jetzt geht es mir schlecht, jetzt habe ich Bauchschmerzen, ja, oder Kopfschmerzen oder irgendwas. Ja, da muss man halt wissen, dass in Pflanzen eben Stoffe drin sind, die als Fraßschutz sozusagen dienen oder Fressschutz dienen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kuh auf der Wiese bin, dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf diese eine Grün. Aber erstmal esse ich eine Runde, irgendwann höre ich auf. So schützen sich die Pflanzen, dass sie eben nicht komplett ausgerottet werden. Und genauso ist es bei uns auch. Und dadurch, dass wir aber einen Smoothie trinken mit Obst gemischt, haben wir diese Sperre, die irgendwann entsteht, überhaupt gar nicht, die wird überdeckt. Würde ich das Pflanzengrün alleine essen, was ich eigentlich auch tun sollte, bevor ich den grünen Smoothie dazu bereite, einfach mal probieren, schmeckt mir das überhaupt, ist das okay oder will ich das gerade gar nicht mehr? Und weil dieser Effekt einfach komplett weg ist, selbst bei nur Spinat, wo fast nichts mehr drin ist, wenn ich das so lange weitermache, irgendwann kommt der Punkt, dann habe ich einfach zu viel von dieser Oxalsäure oder sonst irgendwas, was da alles drin ist, dann ist too much. Und dann kippen die Leute und dann haben sie halt eine wichtige Regel, die auch von Victoria Botenko kommt, nicht befolgt, nämlich rotiere dein Pflanzengrün. Mal das eine, mal das andere. Wenn du noch weiter gehst, sollte man sogar von verschiedenen Pflanzenfamilien Dinge nehmen, weil aus den gleichen Pflanzenfamilien sind natürlich ähnliche Stoffe wieder drin. Genau, also die Mischung hat Bestand. Deswegen sagt man auch nie nur Smoothies aus Löwenzahn oder Brennnessel. Dann hat man nämlich das Problem, dass viel zu sehr die Nieren dadurch auch beansprucht werden, weil sie ja in Leistung getrimmt werden, sondern wenn eine Hand von Löwenzahn, eine Hand von Giersch, eine Hand von Sauerampfer, eine Hand von Brennnessel, eine Handvoll Kresse zum Beispiel, ne? Oder es gibt so viele Möglichkeiten, Wiesenlabkraut, Klettenlabkraut. Man muss auch gar nicht alle Wildkräuter auswendig lernen, aber man sollte natürlich wissen, dass in Wildkräutern mehr Potenzial steckt an in Kulturgemüse. Ja. Und deswegen hat der Smoothie mit Wildkräutern gemixt eine viel höhere Wertigkeit. Und man darf auch wissen, dass beim Smoothie ja es eine Rolle gibt, warum man Früchte, warum man Blattgrün nimmt. Denn die süßen Früchte, der Fruchtzucker, der löst die Gifte. Der aktiviert erstmal Insulin, Adrenalin, ja. Der Körper geht also in seine Energie hinein und das Chlorophyll, das heißt die vielen Mineralien und auch die Proteine, Eiweiße, die sozusagen in den chlorophyllhaltigen Blättern sind, die haben viele Mineralien, die binden das Ganze und bieten den Transporteur. Und die Bewegung und das Wasser bringt die Ausscheidung. Und somit hat man hier ein gesundes, man könnte schon fast sagen medizinisches, Energiegetränk. Und jetzt kommt nochmal ein Wissenschaftler dazu, der sagt, ah, ja, ja, ist ja alles schön und gut. Das stimmt schon, was er sagt, aber der Mixer macht ja wieder alles kaputt. Ja, und zu heiß und so weiter, ne? Und da haben sie nicht ganz unrecht. Ja. Der Smoothie hat einen Vorteil. Er bietet uns leicht verdauliche Nahrung, aber mit einem Hochleistungsmixer, einen Smoothie gemixt, macht schlichtweg 60% aller Nährstoffe kaputt. Durch das Mixen, durch die Sekundärhitze dieser Umdrehung dieses Messers da unten drin. Und also, ob es wirklich 60% sind, da setze ich jetzt mal ein Fragezeichen dran, aber es passiert was damit, definitiv. Es sind 62,783. Und die gehen kaputt. Ist aber beim Smoothie eigentlich gar nicht schlimm, Andreas. Denn wenn ich Wildkräuter, die ich nie schaffen würde zu essen, mixen kann mit Apfel und Banane. Das ist deutlich im Plus, ja. Dann habe ich ja immer noch 10-mal mehr Nährstoffe, als ich jemals schaffen würde zu essen. Und selbst wenn davon 60% reduziert werden durchs Verarbeiten, durch die Oxidation, das ist normal, dann habe ich immer noch mehr Energie übrig, als ich jemals schaffen würde zu essen. Und deswegen haben die Leute auch so einen Leistungskick, wenn sie Smoothies trinken, die gut gemixt. Und die Verdauung ist halt wirklich auch ein Punkt, wo sie sehr wenig noch machen muss. Es ist alles wunderbar klein, wie du gesagt hast am Anfang. Und das ist eben der große Vorteil, dass ich die Dinge, die ich zu mir nehme, auch verstoffwechseln kann. Denn wie häufig ist das so, wir schlingen die Sachen runter, wenn ich mal einen Salat nehme und in dem Augenblick, wo ich ihn, also ich kaue und in dem Augenblick, wo ich eigentlich runterschlucken würde, spucke ich mal aus und gucke mir das mal an. Dann stelle ich fest, das ist ja überhaupt gar nicht klein, das sind alles große Fetzen, ja. Was soll denn der Körper bitte damit anfangen? So ähnlich, wenn ich Chiasamen runterschlucke und jetzt erwarte, hurra, Omega-3-Säure, 6-Säure, keine Ahnung, super gesund, aber es passiert nichts, es flutscht so durch. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum ich die Sachen, die ich mir zu mir nehme, überhaupt mal verstoffwechseln kann. Aber ich will noch ein wichtiger Punkt, den wollte ich gerade noch ergänzen, und zwar ein Trick für grüne Smoothies, damit die auch wirklich lecker sind. Es gibt wasserlösliche Ballaststoffe und nicht wasserlösliche Ballaststoffe. Und wenn ich darauf achte, dass ich Obst verwende, wo wasserlösliche Ballaststoffe drin sind, dann bekomme ich diese richtig schöne Cremigkeit und dann verbindet sich auch alles schön miteinander. Das heißt, wenn ich eine Mango nehme, die sehr, sehr viele wasserlösliche Ballaststoffe enthält, das kriege ich eine richtig schöne, das wird fast wie Pudding, wenn ich nicht so viel Wasser rein tue.
Genau. Habe ich aber etwas jetzt wie Zitrone oder Orange oder Melone, wo fast gar keine wasserlöslichen Ballaststoffe drin sind, dann setzt sich der Smoothie sehr schnell ab. Es wird sogar schaumig oben und Wasser und Grün, alles setzt sich ab. Und ich habe einen Effekt, ich sage, was ist denn das für ein Zeug? Das ist kein richtiger Smoothie. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich sage, klar, total einfach. Und wenn man das weiß, braucht man auch gar keine Rezepte mehr. Man muss einfach nur gucken, ich nehme ein Obst, was wasserlösliche Ballaststoffe enthält und kann damit sehr wenig Obst einen guten Smoothie hinkriegen, der wirklich schön durchgemixt ist. Ja, man muss einfach dran denken, dass ein Smoothie leicht verdaulich ist, und bei leicht verdaulichen Sachen dürfen keine schwer verdaulichen Sachen rein. Also Nüsse haben in einem grünen Smoothie nichts verloren und auch keine Nussfette. Man könnte aber zum Beispiel Avocado hineingeben, auch davon würde der Smoothie sehr schön cremig. Ja, genau. Man könnte Kokosöl reingeben, auch das bringt eine schöne Emulgierung. Man kann die C8-Caprylsäure als ketogene Energie, um das Ding noch um Leistungsmengen zu pushen, natürlich gerade für Sportler oder Leute, die auch lange Sättigung haben wollen, das mit hinzugeben. Aber wie gesagt, Nüsse oder Mandelpürees, das hat in einem grünen Smoothie nichts verloren. Dann müsste man das Chlorophyll draußen lassen, weil sonst kommt es nämlich zur Gärfäulnis, zur Blähung, weil das Grün sehr schnell oxidiert. Heißt also auch, Andreas, wenn ich einen Smoothie zu mir nehme, der ja schon vorverdaut ist durch das Mixen, darf man nicht den einfach nur runterschütten, sondern es gibt da ein Sprichwort, kaue deinen Saft und trinke dein Essen. Ja. Also gut einspeicheln, das wäre wichtig, damit die Erkennungsmarker auch gesetzt werden. Ein grüner Smoothie hält sich ungefähr 6 Stunden, eben nicht, wie Viktoria Budenko sagt, 3 Tage, da kriege ich einen Brechreiz, wenn ich so ein altes Getränk, was durchgebraun ist, noch getrunken wird. Das könnte man vielleicht mit einem Grünkohl noch machen, aber nicht, wenn man mit Wildkräutern arbeitet. Also wirklich frisch mixen und sagen wir, bis Nachmittag 16 Uhr sollte das getrunken sein. Ja, und zum Thema Kauen kann ich nur zustimmen. Und es gibt ein paar Tricks, wie man das erreichen kann. Also entweder löffelt man seinen grünen Smoothie, ja, und erreicht dadurch, dass ich wirklich schön langsam es auch einspeichere, lange im Mund halte. Das ist ja ganz wichtig. Die Verdauung fängt ja im Mund an und nicht einfach so runterkippen, wie ich das früher mal gemacht habe. Mhm. Und auch einer meiner ganz großen Fehler war, ich habe zur Arbeit eine große Flasche mitgenommen, 1 Liter. Und dann habe ich daran rumgenuckelt. Ja? Also immer wieder mal ein Schlückchen. Und die Fruchtsäure hat dann über den Tag immer schön im Mund Bestand gehabt. Der Speichel neutralisiert das normalerweise, aber wenn ich permanent immer wieder nachkippe, dann fängt es halt an, die Zähne anzugreifen. Und so habe ich mir Karies herbeigeholt bei den Zähnen und wusste gar nicht, wo es herkommt. Und irgendwann habe ich das verstanden und habe gesagt, ich mache es mir ja selber ja kaputt. Ja, aber zu dem langsamen Essen, was ich noch sagen wollte, also löffeln ist eine gute Idee, man nimmt sich das als Mahlzeit. Oder man macht den Smoothie und gibt im Nachhinein zum Beispiel noch ein paar Apfelstückchen rein, die man selber mit einem Messer klein geschnitten hat. Und dann hat man so den Effekt, ich muss ja kauen. Weil das ist ja gerade der Grund, warum ich es runterschlucke. Es ist ja wie Suppe, wie Wasser. Es geht so flüssig, cremig mit dem Hochleistungsmixer. Und ich habe diesen Effekt gar nicht, dass ich überhaupt auf die Idee komme, was zu kauen. Jetzt sagt der Florian, kau deinen Smoothie. Und wenn ich was reintue, was ich kauen muss, also einfach grobe Apfelstückchen mit rein, dann fällt es mir auch leichter. Ich habe was zu kauen. Und das ist so ein kleiner Trick. Genau, Nicole und ich, wir machen es auch manchmal so, wir mixen den Smoothie mit weniger Wasser und dann haben wir so ein Pudding und das machen wir uns so schöne Bowl und dann machen wir so ein paar Beeren, was es jahreszeitlich gibt, oben drüber und auch so ein paar leicht verdauliche Cerealien und das ist dann schon wie so eine richtige morgendliche Frühstücksmahlzeit, fast so wie so ein Porridge. Und da können auch ruhig ein paar Stückchen drin sein, wie du es so gesagt hast, ist eine sehr gute Sache. Ja. So, pass auf, Andreas, ich würde sagen, abschließend zu den Smoothies ist es noch wichtig zu sagen, dass der Smoothie eher was ist, um gesunde Menschen gesund zu erhalten. Ist also eine präventive Maßnahme, um die Nährstoffe, die wir heutzutage in unserem Essen nicht mehr so finden. Denn man kann sagen, eine Möhre, die hat nur noch so an die 25% der Nährstoffe, die sie vor 50, 60 Jahren noch hatte, wo sie 100% besaß. Das heißt, wenn ich jetzt mir Gemüseanteile oder eben Früchte und Wildkräuter vermixe, dann kann ich mehr Nahrung zu mir nehmen bei leichterer Verdauung und habe dadurch auch mehr Nährstoffe, um wieder auf diese 100% zu kommen. Und daran macht es Sinn zu sagen, wow, ich baue die Smoothies in meinen Alltag mit ein, trinke sie meistens immer am Morgen. Da wurde auch der Insulinstoffwechsel am besten funktioniert, auch gerade Früchte und Fruchtzucker aus Früchten am besten verdaut werden kann. Und am Nachmittag kommen dann die Feststoffe, die uns eben auch in sozialen Kontakten und im Leben begleiten. Wenn aber jemand krank ist, Andreas, dann ist das eine andere Geschichte. Dann tendiere ich mehr dazu auf Säfte. Aber das besprechen wir jetzt nicht wie geplant in diesem Podcast, sondern da machen wir eine zweite bessere Hälfte draus. Ich habe gerade schon überlegt, soll man nicht? Genau, das ist jetzt machen wir nicht. Ich würde auch sagen, machen wir eine extra Folge zu, genau. Genau, weil es so interessant ist und stellen die Säfte dann mal den Smoothies so ein bisschen gegenüber.
Ja, dann lass uns doch noch eine Sache ergänzen, und zwar, dass vielleicht unsere Zuhörer, die noch nie einen grünen Smoothie gemacht haben, ein paar Ideen kriegen, was man denn in den grünen Smoothie mit reingeben kann, weil das ist eine der Fragen, die ich ganz häufig bekommen habe. Ist ja schön, hört sich alles gut an, aber was um alles in der Welt soll ich jetzt reintun, vor allem, wenn ich jetzt noch rotieren soll? Und da würde ich gerne mal ein paar Beispiele einfach mal nennen, damit man so eine Idee kriegt, ach, das kann ich reintun, das auch. Ja, also als normales Blattgemüse kann man es. Also man kann Chinakohl reintun, gut, hat etwas strengeren Geschmack. Man kann Feldsalat reintun, man kann natürlich den angesprochenen Grünkohl reintun, der schon fast in Richtung Wildkraut geht, weil der noch ziemlich ursprünglich ist und sehr gehaltvoll ist. Und der ist auch sehr, sehr dick, die Blätter. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall das auch in den Mixer machen. Man kann natürlich auch einen Kopfsalat reintun, da ist aber nicht mehr viel drin. Mangold habe ich früher oft reingetan, mag ich inzwischen nicht mehr so. Petersilie vielleicht ein ganz bisschen. Oder von der Möhre, das Möhrengrün. Das Grün hat immer mehr Nährstoffe als die Wurzel. Mhm. Und das fand ich übrigens, ich glaube, die Victoria hat das irgendwann im Buch mal beschrieben. Das fand ich total cool, weil ich mal endlich verstanden habe, warum das so ist. Warum im Pflanzengrün oben mehr Nährstoffe drin sind als unten in der Wurzel. Ne? Also die Pflanze zieht aus der Erde durch die Wurzeln die Nährstoffe an und speichert die ganzen Nährstoffe in den Blättern und unten in den Wurzeln, da tut sie mehr so die Kohlenhydrate, den Zucker rein, denn die Bakterien, die ja in Interaktion, in der Symbiose mit der Pflanze stehen, die sorgen dafür, dass sie dann die Nährstoffe aus der Erde rauskommen und die Pflanze nimmt die auf und im Gegenzug kriegen die Zucker. Ja, und deshalb ist da unten mehr Zucker drin und die Nährstoffe werden in Blättern gespeichert. Und wenn jetzt die Pflanze dann übergeht, eine Blüte zu bilden und dann den Samen, dann zieht die Pflanze die Nährstoffe aus den Blättern raus und das Ganze geht in den Samen rein. Das ist richtig. Da wird er wieder geschützt, da sind da Bitterstoffe drin in der Schale, die ist hart. Und dann, das ist auch der Grund, warum so viele Nährstoffe drin sind, wenn ich jetzt irgendwie eine Sprosse habe, wo man sich befragt, wo kommt das denn her? Da ist doch nur ein bisschen Wasser unten drunter und das fängt plötzlich an und das pralle Leben ist da drin. Und wenn man das ein bisschen versteht, dann weiß man auch, warum in den Blättern eben viel mehr Nährstoffe drin sind, teilweise 100-mal oder 1000-mal mehr als in der Knolle. Warum es also Sinn macht, von der Möhre das Pflanzengrün zu essen und gar nicht so sehr die Möhre. Das ist richtig. Der Stettler, der ist ja mehr so der Kulturgemüse-Smoothie-Mixer-Typ. Ich bin ja eher so der die Leute in den Wald zieht, in unserer Kurapie-Akademie. Und dort haben wir ja die Wildkräuter. Hast du ja selbst mal erlebt. Mhm. Und ich zeige Ihnen mal ein Beispiel des Löwenzahns. Der Löwenzahn hat im Frühjahr seine Energie in den Blättern. Ja, wenn er dann weiter ausreift, hat er sie in der Blüte. Und dann im Herbst, da geht es dann wieder in die Wurzel über. Und so bedienen wir uns das ganze Jahr über aus der Pflanze von unterschiedlichen Teilen, weil ich weiß, dass das Energiepotenzial in unterschiedlichen Bereichen der Pflanze verteilt. Das ist eine ganz spannende Sache. So, und ich möchte zum Abschluss gerne mal mein Lieblingsrezept eines grünen Smoothies vorstellen. Denn ja, bei mir bin ich immer gespannt. Bei mir kommt kein Spinat und kein Grünkohl und sowas auch nicht rein. Da kriege ich selbst immer Blähungen, sondern bei mir kommt rein eine Handvoll Löwenzahn, denn die Bitterstoffe sind ganz wichtig für den Leberstoffwechsel. Dann kommt eine Handvoll Gierschrein, der enthält praktisch alle Proteine und alle Mineralien, die wir brauchen. Eine Handvoll Brennnesseln, denn die sind gut für das Wasserelement, für die Niere. Dann kommt eine Handvoll Sauerampfer. Die Oxalsäure regt die Entgiftung im Körper auch an. Und dann kommt noch eine Hand von der Vögelmiere, wie man so schön sagt, mit rein. Die haben wir nicht bei uns im Garten. Die ist ja gut für das Lymph und für das Zellsystem und hilft auch, die Stickstoffe abzuatmen. So, und dann habe ich ja schon den Mixer praktisch so halb, dreiviertel voll mit meinen Wildkräutern. Die wasche ich natürlich ab, um diese ganzen Giftstoffe oder auch Bakterien und wenn ein Schneckenschiss mal dran ist, abgewaschen ist. Dann kommt da rein ein Apfel, eine Banane, eine 2 cm dicke Scheibe Zitrone, Bio-Zitrone mit der Schale. So, und dann, vielleicht, ich habe noch so ein paar getrocknete Ananas, die ich da noch mit reinschmeiße. So, und dann mache ich den halb voll mit Wasser, mix den auf Power, gebe oben Wasser dazu und am Ende kommt eine halbe Avocado rein. Und dann wird der Sauerstoff rausgeschmissen und dann wird das total cremig. Und manchmal gebe ich noch im Sommer ein bisschen gecrushedes Eis mit rein, dann ist der schön kalt. Und dann setze ich mich da raus in den Garten und dann sage ich mir echt so, was für ein Glück, was kostet die Welt, aus dieser Schöpfung zu kosten, sich mit der Energie so zu füllen. Und dann geht man natürlich auf die Arbeit und dann sagt man sich so, was rocken wir heute wieder? Ey, wenn der Körper strahlt von innen, die Zellen, diese Biophotonen, dieses Chlorophyll, das Licht bekommt, dann kann eigentlich gesundheitlich nicht mehr viel passieren, wenn man gesund ist, also um die Gesundheit zu erhalten. Ja, also mir wäre es persönlich ein bisschen zu viel, weil bei meinen Smoothies, ich war immer sehr, sehr einfach, das heißt, ich habe so einfach wie möglich, so wenig Zutaten wie möglich, weil je mehr ich irgendwie reintue, umso mehr Sammelsäure und wird das in der Körper, hat es dann immer schwerer, die einzelnen Sachen da raus für sich zu sortieren.
Und wo du jetzt so einen schönen, leckeren Smoothie da präsentiert hast, dann will ich noch vielleicht einen ganz einfachen einsteigergrünen Smoothie mal nennen, wo man sagt, ich habe jetzt zwar diese ganzen Sachen, hört sich super lecker an, aber ich habe das vielleicht alles gar nicht da. Wie wär's, wenn man noch einen ganz einfachen Smoothie nennt, wo man sagt, jo, das kriege ich gerade noch zusammen, das probiere ich mal aus. Und ich gebe vielleicht noch einen Tipp, wie man Smoothie zusammenmixt, wenn man gar keinen Hochleistungsmixer hat. Denn die meisten Leute, die mit einem grünen Smoothie starten, haben eben keinen Hochleistungsmixer und auch keine Lust, 400 Euro oder sowas für einen Mixer auszugeben, um es mal zu testen. Das macht doch keinen Sinn. Deshalb würde ich mal sagen, wenn du nichts hast, das zum ersten Mal hörst, wie kannst du den grünen Smoothie mixen? Und da würde ich vorschlagen, nimm einfach mal ein Blattgrün deiner Wahl, also was wir eben vorgeschlagen haben. Du gehst einfach jetzt mal in den Supermarkt, wenn du hast natürlich gerne Biomarkt, ja, und guck mal, ob du irgendwie einen schönen Salat findest oder meinetwegen auch den Babyspinat. Vielleicht ist es auch was Grünkohl, wenn du ein bisschen was Besseres willst, und wenn du dich traust, nimmst du Wildkräuter. Also irgendwas, wo du jetzt sagst, hast du verfügbar. Dann nimmst du einfach 1 bis 2, je nachdem wie groß dein Mixbehälter ist, 1 bis 2 Birnen, 1 bis 2 Bananen. Bei den Birnen würde ich das Kerngehäuse rausschneiden, also insbesondere, wenn du keinen Hochleistungsmixer hast. Und dann gehst du mal wie folgt vor. Du nimmst erstmal das Blattgrün. Also wenn du jetzt wirklich einen Mixer hast, der eher schwach ist, dann bitte kein Grünkohl. Da musst du irgendwas nehmen, was leicht, was der Mixer auch klein kriegt. Dann machst du also erst das Pflanzengrün unten rein, mit ein bisschen Wasser mixt das durch, damit der Mixer, der ja nicht so stark ist, das schon mal irgendwie klein kriegt ein bisschen. Und dann gibst du das weiche Obst oben drauf, ja, so eine Birne, eine richtig reife Birne ohne Kerngehäuse, 1, 2 Bananen, je nachdem wie groß das Gehäuse ist. Und dann füllst du mit ein bisschen Wasser noch nach und mixt das dann durch. Und dann hast du auch schon mal einen grünen Smoothie und kriegst eine relativ gute Idee schon mal, wie so ein grüner Smoothie schmeckt, ob er dir überhaupt Freude macht, ob du das vorstellen kannst. Und wenn du dann merkst, yo, das kann ich mir vorstellen, das schmeckt mir gut, dann würde ich sagen, dann überlegst du mal, wirklich den Grünanteil zu steigern und vielleicht wirklich dann in Hochleistungsmixer zu investieren. Denn dann kannst du wirklich noch viel, viel mehr aus dem Pflanzengrün rausholen für dich. Und auch geschmacklich ist das wirklich nochmal ein ganz großer Unterschied zu so einem einfachen. Aber das wären so die Schritte, um überhaupt mal dahin zu kommen. Mhm. Genau. Ein Smoothie ist dennoch als Nahrungsmittel anzusehen, da er auch die Faserstoffe enthält, nur verkleinert und somit natürlich auch die Mikroorganismen im Darm davon ihren Wert haben. Deswegen ist es eigentlich ein gutes Nahrungsgetränk, das man wirklich in seinem Alltag integrieren kann. Ich bin eher so der Typ, der im Sommer die Smoothies trinkt, Andreas. Im Winter habe ich nicht so die Affirmation dazu. Da trinke ich lieber Gemüsesäfte, also auch das, was im Sommer wächst, dann im Winter eingelagert wird. Und so gehe ich also auch bioklimatisch damit über, nicht das ganze Jahr über Smoothies zu trinken, sondern mich immer mit einer Saftpresse jahreszeitlich abzuwechseln. Genau. Und das werden wir natürlich dann in unserem nächsten Podcast beleuchten, was es mit dem Geheimnis der gesunden Säfte auf sich hat. Genau, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, denn das richtig angefangen, die grünen Säfte, habe ich eigentlich erst, nachdem der Kontakt mit dir anfing, weil du mir wirklich gesagt hast, ja, wie groß der Vorteil ist. Und ich habe mich nie so richtig damit auseinandergesetzt und nie so anfreunden können mit den grünen Säften. Das ist inzwischen ganz anders. Ja, deshalb kannst du dich auf die nächste Folge freuen. Das war's erstmal für heute bei der Gesundheit. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sagen ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Tschüss. Wir hören uns. Ciao, ciao.